Microsoft schätzt, dass rund 8,5 Millionen Computer weltweit von dem globalen IT-Ausfall betroffen waren. Der Fehler wurde durch ein fehlerhaftes Update des Sicherheitsunternehmens CrowdStrike verursacht, das dazu führte, dass Computer mit Windows-Betriebssystemen abstürzten. Das verursachte in weiten Teilen der Welt Chaos. Flüge konnten nicht starten oder landen, Kartenzahlungen funktionierten nicht und Krankenhäuser mussten Operationen absagen. We've talked for a long time in the industry about the inherent fragility of foundational parts of the internet, these little bits of activity and infrastructure that underpin the whole thing. And if they go wrong, they can have really serious global consequences. Das britische National Cyber Security Center warnte Menschen und Unternehmen vor Phishing-Versuchen. Das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnte davor, dass Cyberkriminelle versuchen könnten, die Situation mit Hilfe gefälschter Websites und anderer Online-Betrugsmaschen auszunutzen.